Moin moin und herzlich willkommen zur 24. Folge. Jo. Wir haben ja hier die Problematik. Erstmal, dass es hier extrem dunkel ist. Dass ich hier Zombies ohne Ende höre. Und dass ich ja quasi am Tag 10, fast 11, wie beim Neustart bin. Wer die letzte Folge verpasst hat, ich hatte mal wieder ein Problem mit meinem Rechner. Das war nicht so förderlich. Aber gut. Das ganze Stöhnen hilft nichts. Ich will ja irgendwie nochmal zu meinem Minibike kommen hier. Und ja. Wie gesagt, wir fangen zwar ziemlich, nicht ziemlich, sondern wir fangen beim Neuen an. Und versuchen hier irgendwie mal die Minibike-Show in die richtige Bahn zu bringen. Ja, als Entschädigung würde ich jetzt mal so sagen, gibt es halt die Facecam. Den Kanal gibt's ja erst seit knapp 3 Monaten. Ich würd's Ach, Hesi ist ja auch noch da, stimmt. Also ein paar Schritte haben wir, glaube ich, schon gemacht. So. Da bin ich auch stolz drauf. Finde ich cool. Wir haben in den knappen 3 Monaten, oder ich habe in den knappen 3 Monaten, auch um die 60 Abonnenten, finde ich auch super cool, dass ihr mich da so supportet. Ja, macht Spaß. So, jetzt konzentrieren wir uns nochmal hier auf die Road. Also, wir haben jetzt die Treppe hier schon mal so weit vorbereitet, das ist schon mal gut. Ich finde es noch relativ leise hier bei mir. Wie viele Steine habe ich denn? Ah, geht. Damit könnte ich eine Feuerstelle machen. Ich werde nämlich dieses Haus so ähnlich machen wie das andere. Ich werde nämlich auch mal bald Wasser kochen müssen. Weil wir brauchen ja erstmal wieder die Basics. So, den. Abwehre ich das? Ja, ich glaube ja. Reparieren wir den, dann haben wir wenigstens auch eine Nahkampfwaffe. Falls ich mal schnell reagieren muss. So, Feuer. Es fehlt mir ein Stein, ey. Nicht euer Ernst. Essen sieht bitter aus. Medizin sieht gut aus. Trinken geht. Habe ich sogar hier noch. Braue ich? Nein, baue ich eine Essenskiste? Habe ich eigentlich, ja. Brauche ich nicht extra. Ich finde das ganz schön hell, oder? War für euch jetzt vielleicht nicht so, aber ich finde es für Nacht ziemlich hell. So. Die Frage ist, okay, wir haben jetzt 0:30 Uhr, wenn ich den hier jetzt plätte, ob denn schon die Zombies kommen oder nicht? Bleibt da! Wieso war der die ganze Zeit da? Ganz ruhig.
Bin noch nicht sensed. Sehr gut. Und schnell rein damit. Da. Zack. Sehr gut. So, haben wir noch ein bisschen Stoff? Stoff. Haben wir natürlich nicht. Ich habe ja noch nicht mal ein Bett. Und Duster ist es auch noch. Oben auf dem Dach war ich auch noch nicht. Da könnten wir auf jeden Fall nochmal hin. Solange ich noch nicht sensed bin. Hoch kommen die ja auch nicht mehr. Nicht so wie der Köter in der letzten Folge. Irgendwo ist doch hier die Leiter. Sehr vorsichtig, ne? Ich bin mal gespannt, wie ich die zweite Horde überstehe mit meinen sensationellen Fähigkeiten, die ich jetzt habe. Quasi bei null gestartet, kein Inventar. Ich werde auf jeden Fall schnell leveln müssen. Und das Haus werde ich nicht großartig ausbauen können. Dafür ist das Haus... Ah, der Bär kümmert sich schon mal so um ein paar Sachen. Dafür ist das Haus halt noch komplett unbeschädigt. Das ist schon mal gut. Geht der eigentlich auch so runter? Ja. Oh, ne? Leiter entsteigen ist nicht so meine Stärke. So, dann werde ich nochmal... Ein paar, der wäre so mal schön da beim wo er ist. 2 Uhr. Entspannt. Ich habe den Faden verloren. Also genau, Tasche, die werde ich jetzt nochmal ein bisschen säubern, ja, damit ich den ganzen... Habe ich noch nicht alles gelootet da gehabt? Gar nicht aufgefallen gerade. Apropos, ich muss ja auch noch ein Zeltlager finden. Sehe ich gerade. Ich habe noch nicht mal einen Kochtopf. Ich bin so eine arme Sau. Nix habe ich. So, Wasser hat jetzt nicht höchste Priorität, denn ich habe leere Gläser. So, ich will nur mal genau... Das können wir hier noch einpacken. Die behalten wir am Mann. Die Antibiotikum lasse ich da. Das sieht gut aus. Dann machen wir nämlich hier den Medizinschrank erstmal. Solange ich noch keinen Stoff habe und so. Die packen wir hier oben hin, den brauchen wir erstmal nicht. Mit der Forge wird natürlich auch wieder spannend. So, okay, dann haben wir da den Medizinschrank schon mal soweit. Den reparieren wir. Und hier. Wo sind die? Da. Pfeile haben wir auch ein paar. So, dann nutze ich nämlich den. Um so die ganzen Mats, die ich jetzt beim Einsammeln nicht brauche, mit dir zu lassen. Ich lasse mal die Waffenteile ein bisschen zusammen. Ja, der Bär tut auf jeden Fall sein Übriges. Ah, hier hatte ich schon Waffenteile reingepackt. Was ist das? Achso, ne. Das packe ich gleich mal im Herd oder zu den Essenssachen. Ja, komm, weg damit. Ist da jetzt dichter gekommen? So. 3.30 Uhr. Mal beeilen, dann haben wir genug Zeit, hier ganzen Rest fertig zu machen. Okay, ist voll. Hier wollte ich Brennmaterial reinmachen. Ich brauche noch ein Storage. Ja. Ich mache hier schon mal so eine unsortierte Kiste, baue ich hier nochmal ran. Zack, dann hauen wir da nochmal schnell den Rest ran. Oh, zack. Schön oben ran. Kann hier den ganzen Mist. Den
aktuell nicht brauchen, mit rein. Da laufen schon welche vorbei. Aber das Laufen ist jetzt bei denen auch vorbei. So, hier noch. Wenn ich jetzt runtergehe, dann wird es, glaube ich, spaßig. Steine brauche ich auf jeden Fall. Der Bär unterstützt mich. Der ist auf meiner Seite. Genau, und Frames brauche ich 2, um hier nachher wieder hochzukommen. Also eine hätte gereicht, aber weiß ja nie, wozu man den noch so braucht. So. Da laufen die lang. Sollen sie? Sollen sie erstmal. Jetzt glaube ich da hinter dem Berg der Rest, ne? Beziehungsweise auch der Bär. Oder? Kommen da noch mehr von der... Da kommen noch die Kriecher. Oh. Eieiei. Wo ist denn der Bär? Der ist ja in direkter Nähe. Der soll... Hat er mich? Nee. Der ist ja denn hier. Irgendwo. Kriegt hier noch blutet? Ah. Grad so nicht. Der hat mich einer. Ach da. So, du bringst mir Erfahrungspunkte, mein Freund. So, also Steine, Feuerstelle, alles was man so gebrauchen kann. Hatte ich hier meine Umgebung schon gelootet? Gucken wir mal. Nee. Das hatten wir. Da treibt sich noch eine Schwester rum, glaube ich. Da ist der Bär. Bleib entspannt, mein Junge. So, wo ist sie? Da. Da ist ein Zeltlager, sehr schön. Gelbe Pflanzen, sehr gut, die brauchen wir jetzt auch alle. Ich höre das doch hier schon wieder tippeln. Wo sind sie? Ich bin schon hunted. Von da. Bin schon wieder. Undetected, sehr gut. Bleib liegen. So, die macht auch Action da. Der Berg kümmert sich um den Rest. So, das nehmen wir mit hier. Sollen wir uns eher auch mal ein Bett machen. Das wäre natürlich auch bitter, wenn ich hier sterbe. Irgendwo wieder random zu starten, das würde... mein Plan nochmal völlig überwerfen. So, das ist bestimmt nicht... Warum hat er jetzt gewechselt? Habe ich irgendwas gedrückt? So, hier ist doch sehr gut. Hier sind ja nicht mal Zombies. Ich höre mal mehr als einen, oder? Undetected. Na komm. Oh. Level 4. Oh, die haben mich auch schon. Komm, schnell. Alter Schwede, von wo kommen die denn alle? Ja, Mais brauchen wir auf jeden Fall. Das ist ja alles weg.
Oder meine einzige Aufgabe ist jetzt eigentlich bis Tag 14 bisschen was zusammenzukriegen. Bisschen zu leveln vielleicht noch. Ein bisschen ist gut. Schon wieder gewechselt. Ich bin nicht der Meinung, dass ich das beauftragt habe. Nur Papier. So, sowas nehmen wir hier mit. Da liegt eine Tasche. Klingt doch dichter. Nö. Schwester mache ich mal zum Schluss. Sehr gut. Nicht, dass die anderen beiden mir hier. Oh, Vitamine, sehr schön. Wo ich das Antibiotikum wahrscheinlich nicht extra verbraten für irgendwas. Bin ich handelt? Ja. Von den, okay. Ich muss aber erstmal repairen. Na? Ach, die hören sich immer so dicht an, ne? Die tun immer nur so. Oh, Klamotten, sehr gut. Das wird ja auch mal Zeit. So. Where? Der macht weniger. Nicht nur Sense, ne? Ah, nicht mal. Gucken, wie lange das dauert. Ewig. Also gefühlt ewig, ne? Hey. Das wird auf jeden Fall ein Spaß. Also ich könnte eigentlich schon mal fast wieder Richtung nach Hause. Ist nicht wahnsinnig voll, aber naja. Ach ja. Die Geschichte. Mit dem Köter. Stoff wäre irgendwie geil. Aber hier ist auch kein Stoff mehr. Nur Federn. Ah, da oben ist ja ein Zelt. Genau. Ich glaube mal hier lang. Na klar. Ach, hier ist ja sogar ein Sleeping Bag. Noch besser. Bin mir nicht sicher, ob man den klein machen kann, deswegen habe ich ihn erstmal eingepackt. Oh. Wow, die ist ja geil. Wie weit sind die? Alles gut. Sonst sehe ich sie nicht. Zack, zack, zack und weg. Pechi. Gut, alles gut. Pech gesagt, läuft. So. Hier dürften ja keine weiteren Zombies sein. Hoffe ich mal. Wahrscheinlich wieder irgendwelche Hunde. Ich hau das mal weg hier. Aber die Hunde können doch nicht so weit von ihrem Gehöft da weg, oder? Weil die ja in der letzten Folge mich da so verfolgt hatten. Auf jeden Fall ist der Bär weiter, das ist schon mal gut. So, ein paar Steinis noch einsammeln hier. Weiß eigentlich gar nicht, spawnen die immer? Ich habe da noch nie so drauf geachtet. Ach, ist voll. So. Unbedingt eine Feuerstelle machen.
Dann kann ich das Fleisch von den Hasen schon mal braten. Das war nicht optimal, aber schon mal besser als gar nichts. Und Wasser kann ich dann eigentlich schon mal machen, um dann wieder Tee herzustellen. Das ist doch ein Plan. Ganz schön leer. Na gut. Guti, ich gehe erstmal hoch, bevor hier so ein Köder kommt. Köder. Hol ich die Frames. Da. So, zack, zack und einsammeln. Dann habe ich hier auf jeden Fall schon mal ein Home Place. Sehr schön. So, jetzt will ich den nämlich auch gleich nochmal ausprobieren, ob man den zweiten klein machen kann. Zu Stoff. Wusste ich nicht. Sorry. Ja, damit soll es auch erstmal in dieser Folge gewesen sein. Ich denke, ich werde nochmal ganz kurz meine Taschen sortieren. Und dann sehen wir uns auch bald wieder. Wir haben jetzt 10:35 Uhr. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Also bis dann, euer Gonchi. Ciao.